Grüß Gott, liebe Bürgerinnen und Bürger. Ich habe neue Informationen aus dem Kopfbeurer Rathaus für Sie zum Thema Corona. Zunächst die Zahlen. Die haben sich eigentlich ganz stabil entwickelt. Es gibt 95 infizierte Personen in Kaufbeuren. Davon sind 58 wieder gesund geworden. 4 sind leider verstorben. Im Klinikum sind 16 Personen in Behandlung auf Isolierstation. Davon 4 auf Intensiv, die beatmet werden. Sie sehen an diesen Zahlen, dass wir eigentlich zurzeit eine relativ stabile Entwicklung haben. Und das ist sehr positiv. Und da müssen wir jetzt weitermachen, müssen sehr diszipliniert sein. Ein Mittel, um möglichst viel Normalität in unser Leben wieder zurückzuholen, sind die Schutzmasken, die wir jetzt ab Montag tragen müssen, wenn wir zum Beispiel im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs sind oder einkaufen. Und Sie können die Masken auch bei anderen Anlässen natürlich tragen. Sie sollen uns insbesondere dann schützen, wenn wir den Abstand nicht zuverlässig einhalten können. So auch zum Beispiel hier, wenn Sie das Rathaus besuchen, empfehlen wir Ihnen, Masken aufzusetzen. Und ich bitte Sie, das positiv zu nehmen. Man muss ja nicht gerade begeistert sein und auch mir fällt schwer, obwohl ich mich ja gern mal verkleide, wie Sie wissen. Aber es ist einfach ein Weg zu mehr Normalität, zu mehr Miteinander wieder. Ich möchte Sie herzlich bitten, unseren Einzelhandel zu unterstützen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ab Montag dürfen die Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche wieder aufmachen. Wenn Sie jetzt Einkäufe vorhaben, warten Sie doch bitte bis Montag. Unsere Kaufbeurer Händler sind dankbar, wenn Sie bei Ihnen einkaufen. Die brauchen alle diese Umsätze. Meine Damen und Herren, es gibt eine Institution, die Masken übrigens produziert, um auf das Thema nochmal zurückzukommen, und zwar gemeinnützig hilft die Stiftung Nächstenliebe in Aktion und sie suchen Näherinnen und Näher, die ihm ehrenamtlich mithelfen und solche Masken produzieren. Material gibt es genug, also wer sich da engagieren will, findet die Kontaktdaten unter diesem Video. Zu guter Letzt möchte ich Sie noch um Verständnis bitten, wenn manche Regelung einfach schwierig ist oder schwierig zu verstehen ist oder wenn es am Anfang noch holpert. Ein ganz konkretes Beispiel dazu. Ein Gartenmarkt in Kaufbeuren hat einen Sicherheitsdienst vor dem Geschäft postiert und hat verfügt, dass Kinder nicht mehr in den Laden dürfen. Das hat zu heftigen Diskussionen geführt. Und ich persönlich halte das auch für schwierig, denn gerade für unsere Kinder ist es jetzt auch eine sehr belastende Zeit. Sie wollen eigentlich die Sozialkontakte und stellen sich vor, dann komme ich an einen Laden und dann darf ich als Kind nicht rein. Ich verstehe den guten Gedanken dahinter, möglichst viel Abstand, möglichst wenig Kunden gleichzeitig im Laden und trotzdem müssen wir uns schon auch um die Kinder kümmern und um deren soziales Miteinander und deren Empfinden. Also helfen Sie doch bitte alle mit, dass wir die Regelungen fortentwickeln, dass viel Akzeptanz da ist und drücken Sie ein Auge zu, wenn was mal nicht so gelingt, wenn viel guter Wille dahinter ist, aber Optimierungsbedarf besteht. Ich wünsche Ihnen alles Gute.